Ich glaube, deine innere Tin braucht noch etwas. Seelenforscher, zweite Teil. Das, was einem die Eltern in der Kindheit nicht geben könnte, versucht man später von anderen Personen zu bekommen. Jeder hat sein inneres Kind sozusagen mit dabei, welche immer noch Bedürfnisse in sich trägt, die gestillt werden wollen und die früher nicht gestillt werden könnten. Die öffnen Wunder von damals sind unbewusst, ob verdrängt. Und so wiederholen sich Konflikte, nur sind es statt Mutter und Vater jetzt der Partner, der Vorgesetzte, der Arbeitskollege und so weiter, die alte Wunden wieder aufreißen, beispielsweise an einen Konflikt auf Kindertagen erinnert, der noch nicht gelöst ist. In vielen Streitgesprächen kann man sehr gut beobachten. Hier kämpfen eigentlich nicht Erwachsene gegeneinander, sondern verletzte innere bedürftige Kinder. Du hörst mir nicht so. Deine Wörter verletzen mich. Du nimmst mich und meine Wünsche nicht ernst. Du unterbrichst mich ständig. Du liebst mich nicht. Du kannst nicht. Du hast versagt. Du bist schuld. Enttäusch mich nicht. Ich bin dir wohl nicht wichtig genug. Ich fühle mich machtlos. Ich brauche dich. Ohne dich kann ich nicht leben. Und somit, solche Äußerungen können auch den Unzufrieden des inneren Kindes hinweisen. Die Streitpartner haben unzählige Erwartungen, die bei Gegenüber Druck aufbauen. Häufig sind es in Wirklichkeit die nicht erfüllten sehnsuchtvolle Erwartungen des inneren Kindes im erwachsenen Körper. Sie hängen energetisch in einem bestimmten Kinderaster fest. Das ist zum Beispiel mit dem Armlangentest sehr gut nachspürbar. Sogar in Streiterei einer zu Toben beginnt durch Aggression an Machtdemonstration versucht, die Situationen zu beherrschen, aber auch sobald sich der andere angegriffen, nicht anerkannt und übertrumpelt fühlt und darauf in eine Opferrolle fällt, wie auch immer. In den altmeisten Fällen benötigt die innere Kinder alle Beteiligten etwas. Vielleicht wird in Zukunft der Satz, ich glaube, dein inneres Kind braucht noch etwas, eine Eskalation verhindert und destruktive Auseinandersetzung unterbrechen. Ich bin sicher, diese Feststellung sorgt dafür, dass ein Bewusstwerdungsprozess im Gang kommt. Ich bin gespannt, ob du diese Satz irgendwann äußern wirst. Falls du noch einmal mit jemandem streitest und du deine Äußerstehende beobachtest, der die Situation von oben betrachten aktiviert hast. Möglicherweise erkennst du auch für dich selbst, das wäre eine Auseinandersetzung. Dein inneres Kind rebelliert und du durch den anderen unbewusst an ein schmerzhaftes Erlebnis erinnert wirst, welches viele Jahre zurückliegt, dann hast du etwas Wertvolles erkannt. Wir müssen nur herausfinden, was genau und in welcher Zeit, in welchem Lebensjahr unser innere Kind etwas braucht, um wieder in Frieden zu sein, sobald sie gestärkt sind, sobald sie genügend Liebe und die notwendigen Impulse, positive Glaubenssätze und Inspirationen bekommen haben, man gibt sie sich selbst, können auch Erwachsene gelassener und friedvoller reagieren.
Das Ziel ist, die Selbstliebe und das Selbstwertgefühl in Balance zu bringen und deutlich zu stärken. Das kann man erreichen, indem man zurückschaut und seine Themen erkennt und löst. Genau dazu habe ich ein Karteset entwickelt, damit du spielerisch zum Beispiel negative Glaubenssätze umwandeln kannst, die dich heutige Verhaltensweise geprägt haben. 48 Karten zeigt dir, in den welchen Bereich deine etwas zu tun ist und welche Menschen und welche emotionell daran beteiligt sind. Es hilft dir, mit vielen Impulsen Frieden mit deiner Vergangenheit zu schließen, deinem inneren Kind alles zur Verfügung zu stellen, was es sich wünscht, sodass es wieder strahlen kann. Dadurch verändert sich deine rational Alterwachsene. Gegenwärtige Konflikte können sich auflösen und Dinge, über die du früher aufgeregt hast, zum Beispiel Weise, die dir zu schaffen gemacht haben, stresst dich nicht mehr. Ich freue mich, wenn du von innerer Kartenset profitieren wirst. Schicke mir gerne eine Nachricht, wenn du Fragen hast. Ich habe gelesen bei www.seelenforscher.eu. Das von Robert. Vielen Dank für das Zuhören. Ich wünsche euch ein zufriedenes Leben.